told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that. Zwischen Wahrheit und Lüge liegt oft nur ein schmaler Grat. Und vor allem einige der größten YouTuber wissen diesen Grat gehörig auszunutzen. Denn auch wenn YouTube eigentlich eine Plattform ist, auf der es darum geht, authentisch und echt zu sein, gibt es immer wieder YouTuber, die es sich nicht verkneifen können, Dinge zu stellen und teilweise sogar ganze Videos zu faken. Deshalb wollen wir in diesem Video mal einen Blick auf einige der größten YouTuber werfen und die Frage beantworten, wie fake sie wirklich sind. Dabei werden wir einige ziemlich dreiste Fälschungen enthüllen, aber auch den ein oder anderen YouTuber beleuchten, dessen Content überraschend echt ist. Also bleibt auf jeden Fall dran, wir starten unser Video mit Hey Moritz. Der mittlerweile 19-jährige YouTuber ist schon seit er 10 Jahre alt ist auf der Videoplattform aktiv und wurde besonders mit seinen Vlogs bekannt, von denen er insgesamt schon über 900 veröffentlicht hat. Natürlich leben gerade Vlogger davon, dass ihre Fans glauben, dass sie ihren Alltag authentisch mit ihnen teilen. Aber im Fall von Hey Moritz kamen schon vor fast 2 Jahren erste Fake-Vorwürfe auf. Dem investigativen YouTube-Kanal Offen und Ehrlich fiel bei einem Prank-Video von Hey Moritz, in dem er seine Schwester in einem Teddybärenkostüm erschreckte, nämlich auf, dass das Video gestellt zu sein schien. Kurz vor dem Prank sitzt Moritz' Mama hier auf der Treppe und kurz nach dem Prank sitzt Moritz' Mama auf einmal auf der Couch. Allerdings war dies noch kein echter Beweis für einen Fake. Vor kurzem veröffentlichte Hey Moritz dann jedoch ein neues Video, welches eindeutig komplett gefaked war. Und zwar spielte er seinen Fans hier drin vor, dass er eine von ihm produzierte Kaugummimarke heimlich in einem Supermarkt in die Regale stellte und damit für Verwirrung und Ärger sorgte. Nur kurz danach erschien dann allerdings schon ein zweites Video von Hey Moritz, in dem der YouTuber behauptete, dass die Supermarktkette seine Idee so gut fand, dass sie seine Kaugummimarke nun produzieren und in ihren Läden verkaufen möchte. Dies geschah dann auch, und zwar nur eine Woche später. Hey Moritz zeigte sich davon total überrascht und begeistert. Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, dass die Story komplett unrealistisch ist und Supermärkte nie so schnell ein Produkt produzieren oder produzieren lassen könnten. Vielmehr waren die Videos von Anfang an gestellt und lediglich Werbung für Hey Moritz' neue Kaugummi. Marke. Vom Kaugummi-Faker kommen wir nun zu 2 YouTubern, die fast ihre komplette Karriere auf Fake-Videos aufgebaut haben. Die Rede ist hierbei von den Prank-Bros Calvin und Marvin, die schon vor vielen Jahren sowohl durch ihre Pranks als auch durch die Tatsache bekannt wurden, dass diese nachweislich häufig einfach komplett gefaked waren. Zahlreiche andere YouTuber wiesen den Prank-Bros nämlich immer wieder nach, dass sie ihre Streiche nur stellen und sogar Schauspieler engagieren, die sie ihren Fans als normale Leute präsentierten. Aufgrund dieser Kritikpunkte wurde der Druck auf die beiden allerdings immer größer und Dutzende YouTuber prangerten ihr Verhalten zunehmend an. Als Reaktion darauf hörten die beiden dann vor etwa 2 Jahren zunächst auf, neue Videos zu veröffentlichen und versprachen, dass sie sich nun komplett geändert hätten und nie wieder unehrlich zu ihren Zuschauern sein würden. Sogar Pranks wollten Calvin und Marvin gar nicht mehr drehen. Ich fühle es nicht mehr. Ja, die Kunstpersonen Prankbros sind ab heute gestorben. Ungefähr ein halbes Jahr später und nach Veröffentlichung vieler neuer Videos kam dann aber heraus, dass die Prankbros so ziemlich alle Inhalte ihrer aktuellen Videos fast 1:1 von verschiedenen amerikanischen YouTubern kopiert hatten. Nach den Prankbros geht es nun mit einem YouTuber weiter, der davon lebt, seinen Zuschauern vorzuspielen, wie erfolgreich er angeblich ist. Der 20-jährige Noor Atter wurde nämlich auf Instagram und YouTube dafür bekannt, ein angeblich sehr talentierter Daytrader zu sein. Daytrading bedeutet, dass man an der Börse die täglichen Preisschwankungen von Aktien geschickt ausnutzt, um diese kurzfristig günstig zu kaufen und sich schnell mit Gewinn wieder weiterzuverkaufen. Da selbst absolute Börsenprofis mit dieser Methode nur schwer dauerhaft Gewinn erzielen, war es umso beeindruckender, dass ein junger Mann wie Noor diese Taktik scheinbar so zu beherrschen schien. Noor verdiente aber wohl nicht an der Börse Geld, sondern vor allem dadurch, dass er die Aktientipps an seine Follower verkaufte.
Im Jahr 2020 deckte der ehemalige Wall Street Investmentbanker David Jaffe in seinem Podcast nämlich auf, dass Noor keinerlei Ahnung von Aktien hat. Stattdessen kopierte dieser einfach nur die Aktientipps des erfolgreichen Bankers 1:1 und verkaufte diese seinen Followern für viel Geld weiter. Weil seine Fans ihm aber glaubten, gaben sie teilweise mehrere hundert Dollar im Monat für Discord-Mitgliedschaften aus, nur um die geklauten Tipps des Fake-Gurus zu erhalten. Somit hatte sich Noor also ein Betrugssystem gebaut, das ihn wie einen erfolgreichen Trader aussehen ließ, obwohl er eigentlich nur seine Community ausbeutete. Kommen wir als nächstes zu Jimmy Donaldson, der seine YouTube-Karriere seit Tag 1 im Beast-Mode vorangetrieben hat. Denn er ist niemand Geringeres als Mr. Beast. Mit seinen spektakulären Challenges und seiner großzügigen Art ist er inzwischen der wohl erfolgreichste YouTuber aller Zeiten. Und das nicht umsonst. Der 23-jährige Amerikaner hat über 90 Millionen Abonnenten und wird weltweit gefeiert. So sammelte er beispielsweise in einer Spendenaktion über 20 Millionen Dollar, von denen Bäume für den Klimaschutz gepflanzt wurden, ließ sich für 50 Stunden lebendig begraben oder veranstaltete ein Real-Life Squid Game, was von mehr als 224 Millionen Menschen auf YouTube angesehen wurde. So beliebt Mr. Beast allerdings auch ist, tauchen trotzdem immer wieder Fake-Vorwürfe gegen ihn auf. Auf die größten Anschuldigungen gehen wir hier nun ein. Als erster Punkt wäre hier zu nennen, dass nicht alles, was man in Mr. Beasts Videos sieht, auch wirklich existiert. In seinen neuen Videos verwendet er nämlich oft visuelle Effekte und Greenscreen-Elemente, was bedeutet, dass manche Kulissen seiner Videos gar nicht echt, sondern nur digital erzeugt sind. Für sein Squid Game Video zum Beispiel griff Mr. Beast auf ein riesiges Team von VFX-Designern zurück, um es für die Zuschauer filmreifer zu machen. Ein weiterer Punkt, der mittlerweile schon vielen Fans aufgefallen sein dürfte, ist, dass die großen Bargeldmengen, die Mr. Beast in seinen Videos häufig verteilt, oft nur Fake sind. Dies geschieht allerdings aus Sicherheitsgründen und auch wenn die Scheine in den Videos nicht echt sind, bekommen die Teilnehmer ihre Gewinne natürlich trotzdem, allerdings im Nachhinein als Schecks. Ein Punkt, der Mr. Beast ebenfalls immer wieder vorgeworfen wird, ist, dass man ihn angeblich Noor abonnieren müsse, um mit etwas Glück zufällig ausgewählt zu werden, um in einem seiner Videos vorzukommen. Allerdings stimmt das Noor bedingt, denn die Leute in seinen Videos sind vor allem bevorzugt Leute aus der Nähe und vor allem auch viele Creator und YouTuber, da Mr. Beast gerne andere YouTuber an seinen Challenges teilnehmen lässt, um so noch mehr Popularität zu erzeugen. Am schwersten wiegen wohl allerdings die Fake-Vorwürfe, die ein ehemaliger Mitarbeiter namens Matt Turner gegen den YouTuber erhebt. Matt Turner behauptete in einem Video nämlich, dass Mr. Beast abseits der Kameras teilweise ein knallharter Geschäftsmann sei, dass das Arbeitsklima oft toxisch sei und die Mitarbeiter alle unter sehr viel Druck stünden, was in den Videos ganz anders wirkt. Turner bemängelte auch, dass Mr. Beast bei den Videodrehs und den Vorbereitungen überhaupt nicht so viel selbst anwesend sei, wie es in den fertigen Videos später wirkt. Ob die Anschuldigungen von Turner der Wahrheit entsprechen, bleibt aber fraglich. Und auch wenn nicht jedes Element von Mr. Beasts Videos zu 100% echt ist, ist dennoch auch vieles absolut authentisch. So zieht er seine Challenges, wie zum Beispiel 50 Stunden lebendig begraben zu werden, immer komplett durch. Auch alle Spenden und Geldpreise sind echt. Und auch persönlich macht Mr. Beast oft einen sehr authentischen Eindruck. Deshalb kann man zusammenfassend also sagen, dass Mr. Beast für einen YouTuber seiner Größe erstaunlich echt geblieben ist und dass wir hoffen, dass er noch viele weitere seiner spektakulären und großzügigen Aktionen auf YouTube bringen wird. Als letztes kommen wir nun zu Bianca Klaassen, deren Kanal Bibis Beauty Palace schon seit vielen Jahren Millionen von Fans begeistert. Im Laufe ihrer YouTube-Karriere gab es aber auch immer wieder Fake-Vorwürfe gegen die Videoproduzentin, wovon einer lautet, dass Bibi angeblich Videos teilweise stellen soll. Als sie nämlich gerade schwanger war, lud sie ein Video hoch, in dem sie ihrem angeblich ahnungslosen Mann einen Streich spielte. Bibi filmte dabei mit versteckter Kamera, wie sie diesem erzählte, dass sie mit YouTube aufhören wolle. Natürlich reagierte ihr Mann auf diese Ankündigung erwartungsgemäß überrascht. Irgendwie habe ich überlegt, ob wir nicht vielleicht aufhören sollen mit YouTube. YouTube? Ja. Einfach so. Jo, das war's.
In dem darauffolgenden Gespräch nannte Julienko allerdings nicht ein einziges Mal den Namen seines zukünftigen Kindes. Dies hielten viele Zuschauer für sehr verdächtig, da der Name zu dem Zeitpunkt zwar feststand, aber noch geheim gehalten werden sollte und Julienko laut des Videos natürlich nicht wusste, dass er gefilmt wurde. Zwar werden der beliebten YouTuberin immer wieder ähnliche Fake-Vorwürfe gemacht, Beweise dafür, dass Bibi abgesehen von ein paar gefotoshoppten Instagram-Posts schon mal tatsächlich etwas gefaked hat, gibt es allerdings nicht und auch sie fällt im Großen und Ganzen eher durch ihre Authentizität und ihre Nahbarkeit auf. Und das war's auch schon mit dem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche dieser Enthüllungen euch am meisten geschockt hat. Like dieses Video auch, wenn es euch gefallen hat.